Die WM steht vor der Tür und deshalb gibt es heute einen WM-Schlaumeier. Wie oft wurde Deutschland Fußballweltmeister? 10-mal, 20-mal. Da bin ich ja auch nicht sicher. 74, 64, 2010. 54, 74, 90. 2011. 4-mal, 5-mal, 6-mal. Also 3-mal? 3-mal? 3-mal. 3-mal. 3-mal! Yeah! Darüber kann ich mich nicht freuen, das ist zu einfach. Welche Mannschaft gewann die letzte WM? Moment, ich muss mich jetzt konzentrieren. Brasilien? Frankreich? Oh Gott, war das Argentinien? Wir haben jetzt 2014, 2010 in Südafrika hat Spanien gewonnen. Spanien? Spanien? Ich glaube, war das Spanien? Ja! Ich sag jetzt einfach mal Spanien. Yeah! Ja? Yeah? Ah, cool, okay. Oh Gott. In China spielte man bereits in vorchristlicher Zeit mit Fußbällen. Aus was bestanden diese? Im Reissack. Gederbe? Oh Gott, das könnte nie gefüllt gewesen sein. Hund? Ich glaube, weil die Chinesen so viel Reis essen, ist der Ball mit Reis gefüllt. Auch nicht. Könnte man da denn noch reinmachen? Da darf jetzt nicht irgendwie so Gold oder so drin sein. Blätter, irgendwas Schweres, Früchte. Ich habe das mal gelesen. War es eine Schweinsblase? Aus Ente? Resten der Ente? Irgendwelche Tierdärme. Nicht? Ja, die kann man ja aufpusten. Moment. Federn aus dem Schnabel von einer Ente. Leder, halt das Leder und das ist dann noch mit Federn und mit... Federn. Jetzt sag's schon. Haare. Haare. Haare und... Tierhaare und Tierfeder. Federn. Ja! Haare und Federn. Wer ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Ist Mesut... Nee, doch Mesut Özil? Oh Gott. Liv? Das ist der Trainer, ja. Ist bestimmt nicht Lukas Podolski. Der Kapitän. Bastian Schweinsteiger. Auch nicht. Nicht Schweinsteiger? Nein? Oh Mann, da bin ich gar nicht mehr so up to date. Einmal war es Philipp Lahm. Und jetzt ist er es immer noch? Philipp Lahm. Wer ist denn noch klein und hässlich? Philipp Lahm. Yay! Ja, Philipp Lahm. Das ist mein Lieblingsfußballspieler früher gewesen. Oh, stimmt, Philipp Lahm, den gibt's ja auch noch. Da war ich früher an ihn verliebt, ja. Ich habe sogar an seine Website geschrieben. Ich habe ihm einen Liebesbrief geschrieben an seine Homepage. Da war ich noch 14. Ich bin sogar zum Hotel Grunewald gegangen und habe ihn da aufgelauert, habe ein Autogramm bekommen. Wer sagte auf seiner ersten Pressekonferenz in New York, I hope we have a little bit lucky? Ah, der so viele Frauen hat. Warte. Einer, der nicht so gut Englisch kann. Ich glaube Podolski oder so. Warte, der spielt aber jetzt nicht mehr. Klose? Der hatte so viele Frauen. Kahn. Wie heißt der, der auch so komisch Englisch geredet hat? Scheiße. Lehmann. Scheiße, wie heißt der? Podolski ist dumm und kann kein Englisch und auch kein Deutsch. Ich weiß es wirklich. Ballack. Der hat diese eine Frau und dann die nächste. Das sind lauter Models gewesen. Scheiße, wie hieß der? Kedira? Nee. Warte. War das nicht Lothar Matthäus? Matthäus? Lothar Matthäus? Ja. Okay. Lothar Matthäus! Yes! Matthäus? Lothar Matthäus? Ah nee, den kenne ich nicht. Doch, da gab es auch Schwarz-Weiß-Fernsehen, als er angefangen hat zu spielen. 1904 wurde die FIFA gegründet. Sie definierte den Begriff gefährliches Spiel, führte den direkten Freistoß ein und hob eine alte Regel auf. Welche war diese? Oh Gott, welche Regel? Dass eine Mannschaft ohne Trainer spielen darf. Abseits. Also abseits ist es schon mal nicht, weil das gibt's immer noch. Vielleicht, dass man so mit den Händen jemanden angreift, also so die, darf man die Hände benutzen zum Abwehren? Die Trikots der Spieler mussten Arme haben. Die hatten sonst immer so Basketball-Trikots. Vielleicht gab es einen Spieler mehr. Schienbeinschoner. Man darf sich nicht ausziehen auf dem Spielfeld. Man darf sein Oberteil nicht mehr ausziehen. Oder dass der Torwart irgendwas noch machen darf oder irgendwas nicht machen darf. Eierschutz. Stutzen. Im Winter werden lange Sachen getragen und im Sommer kurze Sachen. Kurze Hosen. Keine langen Hosen mehr. Yes. Man darf keine Glatze tragen. Keine Sonnenbrille. Kein Schmuck. Die Fußballer mussten die...
Knie mit der Hose bedecken. Shorts dürfen jetzt auch ein bisschen kürzer sein. Die Shorts vielleicht so eine bestimmte Länge haben müssen, ja? Ja? Okay. Danke fürs Vorsagen. So, ihr seid jetzt top vorbereitet auf die WM. Falls ihr von anderen YouTubern WM-Videos sehen möchtet, werde ich das euch verlinken hier unten. Und wenn ihr nebenan klickt, kommt ihr zu einer Schlaumeier-Folge. Tschüss!